Ich bin Georg, 21 Jahre und ich sag mal so, ohne Bier kein Turnier. Perfekt. Deine drei Titelfavoriten? Adrian immer, Pascal, sehr stabiler Junge und ich würde mal Fabi tippen. Fabi? Tim Gümpel, 23, immer ein Tor mehr schießen als der Gegner. Du kennst hier ein paar Leute? Ja, flüchtig. Und wer sind deine drei Titelfavoriten? Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, Abdul wird vorne mit dabei sein. Ich denke Pascal oder Tristan. Und der dritte wird auf jeden Fall eine Überraschung. Mit dem man nicht rechnet. Sind alle keine Favoriten. Ich sage Adrian, das passt schon. Ich habe ihn spielen sehen, das ist schon okay. Ja. Adrian selber. Und Danny Antowski. Und Nico Seide. Das ist der falsche Studio. Na dann stell dich mal vor. Ja, ich bin Hugo Lichtenstein. Ich bin 19 Jahre alt. Was denkst du, wer gewinnt heute das FIFA-Turnier? Ich denke, Asien wird sich sicher nicht mehr an. Ich kenne halt viele Leute nicht. Ne? Also Oliver ist jetzt ganz gut drin. Ich denke, der hat auf jeden Fall Chancen. Na, ich habe gegen Peter gespielt, der hat das ganz gut gemacht. Aber ansonsten weiß ich jetzt nicht so, wer gut ist. Keine Ahnung. Adrian scheint nicht ganz schlecht zu sein. Boah, ich würde sagen, Adrian ist immer Titelfavorit. Das ist halt eine gute Antwort. Ja, da kann man nichts Falsches sagen. Nö, Adrian ist ja gut. Ich denke, ja, viele haben realistische Chance. Adrian Bauer, ganz klar. Mhm. Armin Juracek. Wahrscheinlich Geheimfavorit. Georg hat schon 9 Punkte aus 3 Spielen. Also erwarte ich auch noch einiges heute. Da habe ich auch gar nicht so drüber nachgedacht. Adrian Bauer ist natürlich mit dabei. Mhm. Armin Jatuschek schätze ich als sehr starken Spieler ein. Und der dritte, schwer zu sagen, Paul Gerd, der hat sich auch gut gemacht. Ich habe mit Paul das letzte Jahr immer mal ein bisschen FIFA gezockt. Der ist auf jeden Fall auch ambitioniert, heute hier zu gewinnen. Ja, das sind, denke ich mal, so die drei, wo ich denke. Mhm. Also am Anfang habe ich angegeben Adrian. Würde ich jetzt auch dabei bleiben. Dann scheint ja der Pascal Knie ganz gut zu sein. Letztes Jahr gewonnen. Genau. Und ich gehe mal mit Cedric aus meiner Gruppe, weil der überrascht mich. Ja? Ich gerade. Mhm. Ja. Wer gewinnt, oder was? Mhm. Cedric. Hat, glaube ich, Chancen. Dann, ich weiß nicht, Adrian. Das ist auch krass, oder? Deine Meinung. Ich weiß halt nicht, wie die alle spielen. Und wir haben noch Petzold, das ist doch noch gut. Petzold, würde ich sagen. Meine Favoriten sind der Favorit immer, Adri, Adri Bauer, Hugo. Okay. Und wen sagst du schon mal noch? Wer ist noch gut? Pascal Key. Ich, ganz klar, wäre natürlich. Cool. Bräuchte ich hier nicht antreten, wenn ich nicht so selbstbewusst wäre, auf mich selbst zu wetten. Ja. Adrian, ganz klar, ist immer Titelfavorit. Und Marvin Stöbe. Mein Bruder Marvin Stöbe. Der Lusensky, oder wie der heißt? Mhm. Irgendwas mit Lusensky. Dann der Adrian Bauer. Mhm. Spielt Adrian eigentlich mit? Ja, der spielt mit. Ja, ich denke mal, der Adrian. Dann dachte ich eigentlich, dass der Pascal Knie, mit oben spielt. Aber gegen den habe ich sogar glücklicherweise 2-0 gewonnen, was ich nicht gedacht hätte. Mhm. Und anscheinend läuft es, glaube ich, auch bei Tommy Himmstedt gerade ziemlich gut. Mhm. Also ich denke mal so, das sind so die Fall. Oder auch Max Groß, der ist, denke ich mal, auch mit vorne mit dabei. Auf jeden Fall Cedric, der ist seit 2 Wochen fokussiert. Er hat halt viel vor. Paul macht das Ding auch nicht schlecht. Und Olli ist eigentlich mein geheimer Favorit. Ja. Okay. Meine drei Titelfavoriten mit einem Mal, ganz klar Pramatzka. Ich denke, der hat die Nase auch entscheidend vorne in vielen Spielsituationen. Muss sagen, Adrian, auch sehr stark gespielt. Mhm. Und dieser Cedric auch, oder? Bei dem läuft er nicht ganz so gut manchmal. Ich würde sagen, ja doch. Das ist ja, wenn dann schon auf der 1. Ja, doch schon. Ja, denke ich auch. Ich würde grundlegend Adrian nennen. Dann der Herr Petzold, in meinen Augen ganz weit vorne. Nicht nur im Spiel, auch an der Bar. Großer Favorit. Und zum anderen der Wolf.
denke ich auch, ja, der hat Potenzial. Ich würde, was ich vorhin so in der in den Tabellen gesehen habe, da waren ein paar dabei, die ja schon vorher gespielt haben. Ne? Da waren da dabei Laurien, Fabian, die hatten einfach ganz schön gute Werte. Mhm. Ich habe heute noch nicht so viel gesehen, aber Adrian ist wieder richtig gut drauf, rein von den Punkten her. Max ist auch, hat auch schon richtig abgerissen jetzt in der Vorrunde. Also ich bin mal gespannt, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele, die heute in Frage kommen könnten. Vor allem, weil auch ein paar Favoriten heute so ein bisschen wackeln. Pascal fällt mir da gerade ein, der ist heute den ganzen Tag schon so ein bisschen krummelig. Armin kommt auch nicht so richtig zu Pott. Das könnte interessant werden. Mhm. Habt ihr so eine genaue Beschreibung nochmal für eure drei Titelfavoriten? Na, die Lene, ja. Das ist tückisch. Ist schon ein bisschen angeschlagen. Drei Titelfavoriten. Adrian Bauer. Toni Rüther. Und Adrians Bruder. Spielt er mit? Ja, ja. Fabian spielt mit. Ah, okay. Ich hab das Buch abgehakt. Hey, das ist so gut, oder? Oh, Titelfavoriten. Also ich würde meinen Flips ist gut, Cedric ist gut und Fabi, aber auch Adrian. Mhm. Mein nächster Spezialgast ist Peter Siegel. Kommen Sie mal bitte her. Peter, komm mal her, komm, setz dich. Ich muss sagen, Max Groß sollte man nicht vergessen dieses Jahr, den würde ich nicht abschreiben. Der hat ein Jahr nicht gespielt, aber Max ist dieses Jahr extrem willensstark. Vor allem das angesammelte Testosteron, weil Max strotzt vor Testosteron. Man riecht das, wenn man ihm näher kommt. Das ist, wenn ich ihm in die Nippel kneife. Dann spritzt der Testosteron aus den Nippeln. Keine Bild. Aber meine drei Titelfavoriten. Ich habe getippt auf Toni Rüther, deswegen Nummer 1 ist Toni Rüther. Dann kommt Adrian Bauer und dann Max Groß. Komm, wir haben rum. Nee. Oh mein Gott, Alter. Ich setze aber auch Alexander Pilzel sehr hoch an. Ja. Ich obwohl das schon raus ist, aber. Nee, schick mal, der kennt das nochmal. Das ist nochmal gut. Ist egal. Ich würde jetzt sagen, Bauer, Adrian, der reißt das Ding halt schon. Fabian Bauer, Kurt Kirstenfahrt und. Ja, komm, Moritz Lott. Puh, wer ist ja noch drin? Tim ist noch drin. Gümpel, das ist mal ein absoluter Titelfavorit jetzt. Adrian ist, glaube ich, auch noch drin. Der hat auch, ich hatte gesehen, das erste Spiel 8-0 gewonnen in der zweiten Gruppenphase. Und wer ist noch drin? Kurt ist auch noch drin. Dann nehme ich noch Kurt. Mhm. Ja, das geht ja raus. Da würde ich halt auch sagen, Tim, Kurt und Adrian, die einzigen Leute, die ich so ein bisschen kenne. Okay, die machen noch einen ganz guten Job. Ja, dann ist er aber meist überschätzte Spieler. Ja, Pascal, ne? Adrian ist immer Favorit. Du spielst ja gegen Adrian, ne? Ja, ich spiele jetzt gegen Adrian, ja. Was denkst du? Ja, wir haben noch nie bei einem Turnier gegeneinander gespielt. Premiere. Und ich denke, unsere Spiele sind auch sonst immer recht eng, wenn wir zu Hause irgendwie gegeneinander spielen. Ja, ansonsten Favorit kann ich nicht einschätzen. Es sind viele dabei, die ich nicht kenne. Das kann ich leider nicht sagen. Hm. Aber Adrian auf jeden Fall. Tim würde ich tatsächlich mit aufzählen. Tim ist gut. Pascal ist auch noch mit drin. Und Kurt. Pascal. Die drei. Was? Echt? Ja. Nee. Klar. Nee. Doch? Nee, dann will ich den nicht wählen. Den nicht. Den hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich jetzt nur aufs Höflichkeit gesagt. Nee, Kurt. Ja, Adri. Kurt, Adri und. Tim als Geheimfavorit. Fabian Bauer, der gewinnt jetzt bestimmt gerade gegen Adrian. Dann nehme ich noch Olli, der war ganz stark. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eins verloren hat in meiner Gruppe. Und ja, Kurt Kirstenfahrt. Jetzt tatsächlich muss ich auch sagen, der Tobi. Auch trotz dessen, dass er komplett, also wirklich jung ist, macht es trotzdem Spaß, gegen ihn zu spielen, und ich denke auch, dass er einiges drauf hat. Aber Adrian ansonsten und der dritte, Pascal noch drin. Dann Pascal. Hallo, mein Name ist Florian Schröder, bin 21 Jahre alt und ich schwitze mehr als beim Fußball. Okay, perfekt. Oder ich kenne noch einen, wie heißt der?
Nachnamen Klomse. Leon Klomse. Leon. Denkst du an Chancen? Ich denke schon. Paul Gerd. Ist das ein Titelfavorit? Sonst wüsste ich jetzt nicht. Sonst kein. Morgen. Hi, ich bin Leon Klomse, bin 20 Jahre alt, mein Fieberbotto, ohne Dampf, kein Kampf. Perfekt. Ich würde es noch sagen, Martin Meyer könnte es vielleicht schaffen, Paul Gerd eventuell, ja. Und Schindock eventuell, ich weiß nicht. Sonst kenne ich halt nicht so viel. Ich kenne halt echt nicht viele Leute hier, deswegen, doch, da setze ich ihn hin. Ja. Ja. Wer sind die anderen beiden? Puh, ja, Adrian, denke ich mal. Und dann setze ich mal Julian Deigel nach vorne. Okay. Auf jeden Fall Adri. Ich glaube, Lukas Susinka ist ganz gut. Und ja, Nico Seidel könnte auch unangenehm zu spielen sein. Also Adrian natürlich, ganz typisch. Ich würde mal sagen Brenner. Ich habe gehört, dass er auch eigentlich richtig gut spielen soll. Und Lukas tatsächlich. Mhm. Also Pascal auf jeden Fall. Adrian auf jeden Fall nicht, der ist dieses Jahr nicht so gut, den habe ich auch schon abgefettet. Wenn der das wenn der gegen mich verliert, dann hat das echt nichts mit Qualität zu tun. Der war noch gut. Also ich glaube Markus Kittler, der konnte mit seinem Team sehr, also der hatte jetzt mit seinem Rating ganz gut Glück, der hat auch noch recht hoch gewonnen. Ja, und natürlich Selin Eckstein, ganz klar. Habt ihr ja schon gehört, die führt gerade. Also die gewinnen werden. Ja. Da sehe ich Adrian, da sehe ich meinen Bruder Toni Rüder und ich hoffe Paul Gerd. Paul Gerd? Ja. Mhm.